Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem guten alten Popo-Mann. Measuring and Layout Tools, Laser Distance Meter, LMBT60. Es ist ein Laserentfernungsmesser. Und das Geile ist, der Popo-Mann ist nämlich wieder aufladbar. Da ist ein integrierter Lithium-Ionen-Akku, 3,7 Volt, 850 mAh. 850 mAh hört sich jetzt vielleicht für die Powerbank-Besitzer da draußen wenig an, aber ihr müsst sehen, hier ist ein Laserdistanzmeter nur. Das heißt also, der braucht nicht so monströs viel Kapazität. Dieses Lasermessungsgerät von Popo-Mann kann 60 Meter, bis zu 60 Meter die Messung stattfinden lassen. Das ist richtig geil, weil, wer kennt es nicht, als Beispiel, ihr wollt ein Haus verkaufen, ne? Dann wollt ihr gerne oder müsst ihr ja die Quadratmeterzahl ausrechnen von euren einzelnen Räumen. Dann geht man also hin mit einem Messlatz und misst. Das heißt, wir müssen jedes Mal dann Breite mal Länge messen. Und dann geht man natürlich hin und misst das mit einem 2 Meter Zollstock. Und das ist ganz schön nervig, sage ich euch. Hier heißt es einfach dranhalten, mit der Lasermessung beginnen. Und dann wissen wir, wie lang die eine Wand zur anderen ist. Es ist eine Intelligent House App. Mit der JoyPlan können wir nämlich das dann nutzen. Es hat ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, wir können damit Entfernungen messen, Flächen messen, Volumen und Pythagoras. LMBT60. Das Coole ist, der Popo-Mann LMBT60 Lasermessungsfunktions-Bluetooth 4.0 Messer mit automatischer Datenübertragung in einer Reichweite von bis zu 10 Metern ist es möglich, was er gemessen hat, auf unser Smartphone zu projizieren. Und das hilft uns noch viel gemeiner. Oh yeah! Darüber hinaus kommt es mit einer App mit 3D-CAD-Modellierungsfunktion. Die App empfängt Echtzeitdaten aus der Feldmessung selber, sobald die Bluetooth-Funktion natürlich aktiviert worden ist. Sie kann dadurch Entwurfsaufträge sehr schnell starten, einschließen und natürlich Hausskizzen erstellen, Grundrisse und auch 3D-Rendering ist möglich. Die App JoyPlan für intelligente Geräte plus elektronische Winkelsensoren. Diese neue Bluetooth-Lasermessung von Popo-Mann kann Innenausbau und Einrichtungen für unsere Anwendung zum Beispiel dann simulieren. Es kann auch die Größe der Möbel anpassen, die unsere Bedürfnisse dann erfüllen sollte und bietet eine Vielzahl von Möbelstilen für uns selber dann zum Wählen an. Also die App, nicht das Gerät hier, das gibt nur die Daten der Feldmessung rüber, ne? Aber in der App können wir dann sogar noch weitergehen. Der elektronische Winkelsensor ist genauer als der herkömmliche Blasenpegel, also die Libelle. Und der Winkel wird in Echtzeit selber angezeigt. Das heißt, wir haben hier nicht nur den Lasermesser, sondern wir haben auch gleichzeitig noch eine digitale Wasserwaage am Start. Es bietet sehr viel Komfort und ganz schnelles Handeln. Easy peasy, sage ich euch. Hohe Präzision und mehrere Messmodi sind inbegriffen. 60 Meter Arbeitsabstand, das ist echt viel, finde ich. Geeignet für Heimdekoration und den täglichen Gebrauch mit einer Fehlerkorrigierung von bis zu plus minus 0,2 mm. Das ist normal, das ist ein normaler Standardwert, alles okay. Es ist in der Lage, die Abmessungen von Flächen und Volumen des Objekts selber zu messen und in der Lage, Additions-, Subtraktions- und trigonometrische Funktionsberechnungen durchzuführen. Die Messherkunft ist aus drei Bezugspunkten auf dem Gerät, oben, Mitte und unten, aus Gründen der Flexibilität sehr selektiv dann. Und das Geile ist, USB-Laden können wir das Ding ganz einfach mit einem ganz normalen USB-Gerätchen, wie zum Beispiel unser Smartphone-Ladegerät können wir nutzen, wir können PC benutzen, wir können Computer benutzen, was auch immer. Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Battery macht es nämlich möglich, die einmal aufgeladen und 8000 Mal verwendet werden kann.
99 Sets von Big Data Speicher plus Verzögerungsmessung, die mehr Komfort für unsere Arbeit dann im Alltag bieten. Das 2,25 Zoll Bildschirmhintergrunddisplay macht die Messwerte bequem und genauer lesbar. Der stille Modus macht es für den Einsatz in Bibliotheken oder Klassenzimmern auch noch gemein. Aller Dinge kann auch in den Stillmodus gehen und das Piepen hat ein Ende. Hier haben wir also das gute alte Popoman Laserentfernungsmessungsgerät. Wir schauen an, ne? Hier ist es schematisch abgebildet. Hier sehen wir die Akkurat von plus minus 2 mm. Laser Level Klasse 2 ist dort. Ne? Das heißt also, wir haben einen Klasse 2 Laser drin. Natürlich sollten wir nicht da den ganzen Tag reingucken, aber in Klasse 2, ne, sollte man jetzt nicht unbedingt massive Angst davor haben. So, wir schauen an, wie kriege ich es auf? Zack, nach vorne aufgeklappt. Da ist er schon. So, Laser Distance Meter, 60 m. Wow. So, kleiner Schnuckel hier, guck mal. Kompakt, handlich. Was haben wir hier unten? Unten ist Branding, Popoman. Links Laser Distance Meter 60 m. Oben sehen wir den Laser, beziehungsweise die Optik. Sehr nice. Ja, man sieht, da hinten sind Spiegel dahinter, die dann den Laser bündeln werden. Okay, auf der anderen Seite steht nochmal Laser Distance Meter. Okay, Rückseite. Hier gibt es eine Abdeckung, wo Power steht. Da können wir mit einem ganz normalen USB-C-Kabel ran und dies dann aufladen. Ich kann euch schnell demonstrieren. Ich habe hier noch ein USB-Kabel, USB-C. Rein damit, zack, schönen Tag noch. Und damit lädt das Ding dann auf. Und der Akku ist nämlich dann gespeist und einsatzbereit. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch die Möglichkeit, es sogar auf Stative draufzusetzen. Sehr sinnvoll. Es ist ein Standardmaß, um es hier in ein Stativ einzudrehen, um es dann in Waage halten zu können. Hier steht noch RAWS, FDA, CCC, CE geprüft. Das heißt also, die wichtigsten Kriterien sind hier erfüllt, dass dieses professionelle Arbeitsgerät auch nicht uns beschädigen und Ärger machen sollte. Dann haben wir verschiedene Tasten, wie ihr seht. Wir haben Plus, wir haben den Sound, Minus und Sound, Funktionstaste, hoch, runter sozusagen. Und hier haben wir Starten, Speicher und hier haben wir dann den Upload-Button. Hier unten ist dann Off, damit können wir das dann clearen. Und ihr seht auch, das Ding ist auch direkt angegangen. Hier sehen wir jetzt verschiedenartige im Display sich befindende Sachen. Der Winkelmesser ist permanent aktiv. Ne, wenn ich jetzt hinlege, haben wir einen Winkel von 0,4 gehabt. Seht ihr da? 0,5. Das heißt also, mein Tisch ist ein bisschen schräg. Ne? Und so, wenn ich das Gerät dann in der Lage verändere, dann ändert sich das. So, das ist sozusagen die Wasserwaage hier dran. Die zeigt uns dann die Neigung des Gerätes an. Sehr nice. Das ist ja schon mal cool, ne? Weil man kann es einfach hinlegen und dann sieht man 0, bla 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 oder 0,0 ist natürlich das Beste in dem Fall, dass es dann in der Neigung selber ist. So, jetzt readen wir mal und wir sehen, da ist der Laser am werkeln. Da seht ihr, da ist mein Laser oder der Laser schießt jetzt gegen meine Hand und jetzt können wir lesen. Die Entfernung ist 0,202 m. Kommt voll hin, 20 cm. So, das können wir schon machen. Machen wir nochmal an. So, jetzt misst er wieder. Jetzt gucken wir mal einen etwas weiteren Wert. Ich sehe, von hier bis zur Wand werde ich jetzt mal messen. 0,565 m. Und ihr seht auch, die anderen Messwerte werden dann mit aufgenommen. Jetzt messen wir mal von unten nach oben. Wir machen an, jetzt Deckenmessung sozusagen, vom Schreibtisch Obersitz bis zur Decke, 1,820 m. Ey, das finde ich ja jetzt schon endgeil. Das ist super, super krass. Ganz einfach in der Bedienung und so könnt ihr euch natürlich dann ganz einfach die Werte abschreiben, ausrechnen oder es sogar im Gerät erledigen lassen. Oder in der App, ne? Super, das ist aber nice. Sehr einfach, sehr intuitiv bedienbar. Wir haben noch eine Bedienungsanleitung, eine Popoman-Bedienungsanleitung, noch eine. Hier ist der Joyplan App VIP-Aktivierungscode. Der ist unter, den müssen wir noch freirubbeln und dann können wir diese nutzen.
Ne, die müssen wir einfach runterladen, einrichten und hier ist auch noch ein Ladekabel, USB zu USB-C. Und natürlich, ja, für jeden Handwerker gibt es ein Täschchen. Ja, da passt es natürlich auch rein. Ich mach's mal aus. Zack. Super geil. Super geil. Das ist aber echt geil. So, und es passt auch gut hier rein. Zack, ist es drinne. Hand schön verbraucht und vor allen Dingen ist hier so ein kleiner Griff da aus Silikon. Ne, das haben die gut gemacht. Also es gibt nichts zum Meckern hier beim Popoman. Hier haben wir noch einen Haltefreund. Wo kommt der dran? Mal angucken. Am Popoman selber habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Vielleicht bin ich aber auch nur blind. Nee. Und da, guck mal, da kommt das durch. Oh Mann, das müssen wir da durchfriemeln. Das heißt, man setzt das zusammen, drückt das dann da durch, bis es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Oh Mann, das ist gefummelt. Also das kommt da durch. Danach geht ihr mit diesem, mit der Schlaufe einmal umeinander. Zack, und dann habt ihr hier diesen Haltegriff dann auch dran. Das machen wir später, okay. Oh, jetzt noch eine Karte drin. Oh, cool, guck mal. Dieses Ding ist dafür da, wenn ihr, warum auch immer mal, nicht die Möglichkeit habt, eine vernünftig spiegelnde Oberfläche, wie zum Beispiel, wenn, ich denke mal, Glas wird ein kleines Problemchen geben, wenn der Laser da nicht vernünftig gebrochen wird, dann haltet ihr dieses Blättchen davor, ne? Und dann könnt ihr dort die Entfernung nämlich auch schnell und einfach nicht löschen, sondern lesen. Cool, ne? Weil das sozusagen dann die besagte nicht messbare Scheibe dann messbar hinterlässt. Super geil. Also, wir haben hier alles in einem. Das ist nice. Ey, das finde ich super. Das ist kein Scheiß. Das ist der richtig gute Laserentfernungsmesser von Popoman. Sein Laserentfernungsmesser mit einer wiederaufladbaren Akku, welcher integriert ist, mit Bluetooth-Funktion. Oh, 60 Meter können wir damit messen. Bis zu 60 Meter. Und natürlich können wir mit der App, wie ihr gesehen habt, verschiedenartige Messungen dann aufnehmen und nutzen. Sehr nices Ding. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonst.